Hallo, herzlich willkommen zu einer Reihe von Videotutorials zum Thema Publishing in Archicad, das heißt, wie Sie Zeichnungen auf ein Planlayout bekommen und exportieren können. Ich fange an mit der Zeichnung an und für sich und zeige Ihnen da so ein paar Parameter, die für so eine Zeichnung von Bedeutung sind. Wenn es darum geht, letzten Endes eine Zeichnung zu drucken, gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Eine ist die Quick and Dirty Variante, wo Sie sozusagen auf die Schnelle etwas ausdrucken können. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Ich nehme hier dieses Auswahlrahmenwerkzeug, Lackierungsrahmen, Entschuldigung, wähle diese Zeichnung aus, so eng wie möglich, und dann drücke ich STRG P für Drucken. Und schon können Sie bestimmen, dass Sie in einem bestimmten Seitenlayout, das an anderer Stelle einzustellen ist, den Auswahlrahmenbereich drucken können. Sie sehen, dass ein bestimmter Maßstab damit möglich ist. Das Original ist 1:50. Wenn Sie hier sehen, an Seite anpassen 1:44, dann heißt das, dass Sie auf diesem Seitenlayout diese Zeichnung in maximal 1:44 drucken könnten. Das ist natürlich Quatsch, aber damit geht auf jeden Fall 1:50. Sie können auch gerne hierbei individuell einen anderen Maßstab einstellen, der natürlich dann kleiner sein muss als 1:50, also zum Beispiel 1:100. Ja, das wollen wir jetzt aber gar nicht. Ich will das sowieso gar nicht drucken. Aber Sie könnten jetzt hier eben draufklicken und dann würde das auf Ihrem voreingestellten Drucker gedruckt. Ich breche das Ganze nochmal ab. Das Seitenlayout stellen Sie an ähnlicher Stelle ein. Das ist hier beim Papierformat. Und da haben Sie entsprechend Ihres Druckers oder der Drucker, die Ihnen zur Verfügung stehen, die Möglichkeit, eben ein Format auszuwählen. Also zum Beispiel beim PDF könnte man auch ein größeres Format nehmen als DIN A4, zum Beispiel DIN A3. Und Sie können natürlich auch ein Querformat wählen. Okay, also das war die, wie gesagt, Quick and Dirty Variante. Ich mache das Ganze jetzt nochmal größer. Das macht man, wenn man mal schnell was ausdrucken muss für eine Korrektur oder für eine Zwischenbesprechung. Der professionelle Weg läuft ein bisschen anders. Hier gibt es vier Stationen, wenn man so will. Ich zeige Ihnen das mal hier anhand der Navigatorpalette. Die erste Abteilung ist da, wo Sie gerade arbeiten, Ihre sogenannte Projektmappe. Dort sind alle Rohzeichnungen, wenn man sie so bezeichnen will, abgelegt. Sie sehen, dass hier in dieser Liste auch das Erdgeschoss, der Erdgeschossgrundrissplan aufgelistet ist. In den anderen Abteilungen gibt es noch nichts, deswegen ist hier auch kein Dreieck davor bei den anderen. Die zweite Abteilung ist die sogenannte Ausschnittmappe. Hier können Sie Ihre Rohzeichnungen in verschiedenen Arten und Weisen ablegen, also zum Beispiel in unterschiedlichen Maßstäben. Eine Zeichnung, unterschiedliche Maßstäbe. Zum Beispiel diese Grundrisswandzeichnung könnte dort im Maßstab 1:50 und im Maßstab 1:100 abgelegt werden. Ich mache ganz kurz weiter mit der Reihenfolge hier oben. Dann gibt es den Layout-Bereich. Dort können Sie Planlayouts festlegen und Zeichnungen aus dem Ausschnittbereich. Und wenn es unbedingt sein muss, auch aus dem Rohzeichnungsbereich der Projektmappe auf die Planlayouts draufziehen. Das machen wir alles noch, keine Sorge. Und ganz zum Schluss die Station Nummer 4. Dort geht es darum, diese Planlayouts dann zu drucken. Das Ganze nennt sich ein bisschen anders. Publizieren heißt es hier, aber im Prinzip läuft es darauf hinaus. Ich bleibe noch mal ganz kurz in der Projektmappe. Und damit wir gleich mit den Ausschnitten sinnvoll umgehen können, will ich Ihnen ein paar Dinge zeigen, die ganz wichtig sind. Es gibt ein paar Parameter, grundlegende Parameter für Zeichnungen, die Sie kennen sollten und die Sie auch vor allen Dingen im Blick haben sollten bei Ihrem eigenen Projekt. Zunächst einmal gibt es da die Ebenenstruktur, STRG L. Hier sehen wir ein ziemliches Kuddelmuddel, beziehungsweise sehr viele Ebenen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, aber darum soll es jetzt mal nicht gehen. Hier werden also Ihre Ebenen, da sind teilweise Ebenen ausgeblendet, eingeblendet, das kennen Sie schon. Und links haben wir die sogenannten Ebenenkombinationen, also bestimmte Konfigurationen von sichtbaren und unsichtbaren Ebenen oder auch gesperrten Ebenen. Ich klicke mal hier drauf auf eine von denen. Dann werden hier etwas andere Ebenen unsichtbar geschaltet. Dann gibt es diese und jene und Sie sehen, dass die Sichtbarkeit der Ebenen entsprechend wechselt. Diese voreingestellten Ebenenkombinationen kann man verwenden, muss man aber nicht. Ich persönlich mache das immer so, dass ich die zunächst alle lösche und dann neue anlege. Das Dumme ist, dass man sie jedenfalls bis, das geht jetzt auch noch nicht in Archicad 14, dass man sie also nicht alle auswählen kann, sondern nur einzeln und sie dann einzeln löschen muss. Gut, also diese Ebenenkombinationen sind ganz wichtig.
Im zweiten Teil werde ich Ihnen zeigen, wie das also mit eigenen Ebenenkombinationen funktioniert, aber das sollten Sie sich zunächst einmal merken. Ebenenkombinationen können Sie jederzeit anlegen, Sie können sie auch jederzeit aktualisieren. Das heißt, wenn Sie finden, dass auf einer bestimmten Ebenenkombination zusätzlich eine Ebene eingeblendet sein sollte, die zunächst mal ausgeblendet war, dann können Sie die Ebenenkombination anwählen, die entsprechende Ebene auf Sichtbar schalten und dann hier unten auf den Button Aktualisieren klicken. Das heißt, das Arbeiten mit Ebenenkombinationen ist insofern bequem oder angenehm, weil Sie das alles im Lauf Ihrer Arbeit einrichten können und es nicht von vornherein tun müssen. Das waren die Ebenenkombinationen, das ist die eine Sache. Dann gibt es die sogenannten Stiftsets. Die sind auch ganz wichtig. Dort sehen Sie, dass es verschiedene Stiftesets gibt. Es gibt ein paar voreingestellte, Sie können auch eigene erstellen. Archicad 1 zu 100, 1 zu 200 wäre das eine. Ich gehe mal auf das 1 zu 20, 1 zu 50. Da ändert sich zunächst mal nichts. Wahrscheinlich sind die Stifte aber dicker. Dann nehmen wir nochmal ein ganz anderes, die AutoCAD-Stifte. Da wird es dann schreiend bunt. Die AutoCAD-Stiftpalette ist halt sehr farbig. Und so weiter. Das heißt also, je nachdem, was Sie für ein Stiftset ausgewählt haben, werden Ihre Linien dargestellt. Ganz kurz zum Hintergrund des Ganzen. Stiftesets sind so strukturiert, es gibt immer 256 Stifte, die nummeriert sind. Die Nummern bleiben konstant. Das heißt, wenn Sie eine Linie mit der Nummer 1 zeichnen, dann bleibt es immer die Linie mit der Nummer 1, egal welche Farbe oder welche Dicke sie in dem entsprechenden Stiftset hat. Also die Stiftnummer, die 1 in diesem Fall, ist die Konstante. Sie können jetzt jederzeit eine Stiftfarbe umfärben. Also zum Beispiel möchte ich gerne, dass im Archicad Stiftset 1 zu 20, 1 zu 50 der Stift Nummer 2 auch schwarz ist. Dann klicke ich da doppelt drauf. Dann kann ich hier schwarz auswählen. Der Farbwähler kann natürlich anders aussehen, vor allem auch bei Windows. Jetzt ist der Stift Nummer 2 schwarz. Damit sich die voreingestellten Sets nicht ändern, steht jetzt hier individuell. Das heißt, Sie können jetzt dieses Stiftset als Ihr eigenes speichern. Sie können auch genauso gut zusätzlich zur Farbänderung die Stiftstärke, die Strichstärke ändern, entweder in Millimetern oder in Punkt. Ja, also das muss auch klar sein, es gibt Stiftsets, es ist immer ein Stiftset im Einsatz, egal ob Sie das jetzt wissen oder nicht. Und dieses Stiftset hat eine durchnummerierte Sammlung von Linien, die unterschiedliche Farben und Dicken haben können. Das ist also zu den Ebenenkombinationen der zweite wichtige Parameter. Der dritte heißt Modelldarstellung und da gibt es verschiedene Arten, wie Wände dargestellt werden können. Wir haben jetzt hier die Modelldarstellung Genehmigungsplanung. Ich zeige Ihnen mal die Modelldarstellung Entwurf. Da sehen Sie, dass die Wand in Rot dargestellt wird. Ich schalte nochmal zurück auf die Modelldarstellung Ausführungsplanung und ändere nochmal das Stiftset ganz schnell. Das sieht ja schrecklich aus. Das ist immer noch das AutoCAD-Stiftset, Archicad 1 zu 20, 1 zu 50. Und jetzt schauen Sie mal, was passiert bei der Modelldarstellung Entwurf. Wird also offensichtlich eine vereinfachte Wanddarstellung gewählt, und zwar in schwarz, flächig schwarz. Das hat damit zu tun, dass die Schraffuren, die vorher in den einzelnen Schichten dargestellt waren, mit schwarzem Stift gezeichnet wurden. Archicad nimmt diese Stiftfarbe und legt damit vollflächig diese Wände an in dieser speziellen Modelldarstellung Entwurf. Damit Sie wissen, wie sowas funktioniert, Modelldarstellung erstellen. Dort können Sie eigene Modelldarstellungen entwerfen oder konfigurieren, beziehungsweise sich mal anschauen, was die im Einzelnen hier machen. Hier sehen Sie zum Beispiel das, was ich gerade gewählt hatte, Beispiel Entwurf. Und da sehen Sie hier in der Abteilung Schraffurdarstellung überschreiben, dass die Schnittschraffuren der Wand überschrieben werden mit einem massiven Vordergrund, das heißt vollflächig gefüllt mit einer Farbe, und zwar der des Vordergrundstiftes, der Schraffur. Deswegen sah es eben bei dem AutoCAD-Stiftset auch anders aus. Da war die Vordergrundstiftfarbe rot. Und deswegen war auch die Wand rot, wenn Sie sich richtig erinnern. Gut, also die Modelldarstellung auch ganz wichtig als dritter Punkt, der sozusagen in den unterschiedlichen Plandarstellungen Berücksichtigung findet. Ich gehe mal wieder auf Genehmigungsplanung, da waren wir am Anfang. Und das vierte wichtige Kriterium für die Zeichnungsdifferenzierung ist natürlich der Maßstab. Hier steht gerade Rundrissmaßstab. Der ist auf 1 zu 50 gestellt, das wussten wir auch schon vorher, denn hier unten am Fensterrand war das auch zu sehen. Also
Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Der Maßstab ist ein wichtiger Parameter einer Zeichnung. Soweit zunächst mal zu den Eckdaten Ihrer ganz normalen Zeichnung. Ebenenkombinationen, Ebenenkombinationen, Stiftsets, Modelldarstellung und Maßstab. Tschüss, bis zum zweiten Teil.